Die Mecklenburgische Seenplatte ist eines der schönsten und großzügigsten Paddelreviere Deutschlands. Ihr nördlicher Teil liegt im Müritz Nationalpark. Hier darf sich die Natur weitgehend ohne Eingriffe des Menschen nach ihren eigenen Regeln entwickeln. Naturbelassene Wälder säumen die Seen und motorbetriebene Schiffe dürfen hier nicht fahren. Die bekannteste Paddelstrecke ist die Müritz Nationalpark Rundtour über die Havelseequellen. Die Tour beginnt im Norden in Kratzeburg, schlängelt sich durch eine Reihe von Seen und die junge Havel bis Wustrow im Süden, schwenkt hier kurz nach Westen, um dann einer Kette von Seen und Kanälen nach Norden zu folgen. Will man täglich nicht mehr als 15 Paddelkilometer zurücklegen, um die Landschaft zu genießen, benötigt man 6 Tage für diese Tour. Nördlich der Gemeinde Kratzeburg entspringt die Havel und fließt als kleines Rinnsal in südliche Richtung zunächst in den Kebeligsee. Hier beginnt die Wasserwanderstrecke Obere Havel. Auch wir beginnen unsere Tour in Kratzeburg. Zunächst bauen wir das Zelt auf. Dem Zelt bauen wir unsere Kajaks auf. Das sind sogenannte Hybrid-Kajaks mit einem reduzierten Gestänge und aufblasbaren seitlichen Luftkammern. Der Ursprung von Kratzeburg ist auf einen Jahr 1170 erstmalig urkundlich erwähnte Burg zurückzuführen. Sehenswert ist die Fachwerkkirche in Kratzeburg. Erbaut ab dem Jahr 1786 zeigt das Fachwerk die Figur des fränkischen Mannes. Das heißt, die Holzstreben erscheinen als Figur eines Mannes mit ausgestreckten Armen und gespreizten Beinen. Die Kirche blieb unverändert bis auf den Helm des Turmes, der 1908 mit Schiefer anstelle der eichenen Holzschindeln gedeckt wurde. Der Kanzelaltar ist im sogenannten Zopfstil gehalten. Bei der Orgel ist das dreiteilige Gehäuse noch original erhalten. Das Prunkstück der Kirche ist der Passionsschrein an der Nordwand aus dem Jahr 1450. Der Mittelschrein zeigt innen eine Kreuzigungsszene. In den Ecken finden wir 4 Heiligenporträts. Der Kebeligsee ist der nördlichste Punkt, von dem aus eine Havelbefahrung möglich ist. Als sehr natürlich wirkender Kleinfluss verlässt die Havel den Kebeligsee im Südwesten und fließt fast ohne Strömung, teils an steilen Waldhängen, teils an sumpfigen Wiesen vorbei. Immer wieder durchfließt die Havel größere oder kleinere Seen, die von dichten Wäldern umgeben sind. Da wir uns in der Kernzone des Müritz-Nationalparks befinden, dürfen die Ufer nur an ausgewiesenen Plätzen betreten und die See nur entlang der Bojen befahren werden. Der Müritz-Nationalpark wurde im Jahr 1990 gegründet und ist mit 322 Quadratkilometern der größte terrestrische Nationalpark der Bundesrepublik Deutschland. Über 70% des Nationalparks besteht aus Wäldern. Die zahlreichen Seen, die immerhin 13% des Parks bedecken, machen den Müritz-Nationalpark einzigartig unter den 16 deutschen Nationalparks. Bis zur Nationalparkgründung wurde in diesem Gebiet eine intensive Forstwirtschaft betrieben, sodass monotone Kiefernforste entstanden. Seitdem wird von der Nationalparkverwaltung dieser Kiefernwald systematisch in einen naturnahen Laubwald umgebaut. Seit 2018 ist der Holzeinschlag komplett eingestellt worden. Früher gab es zwischen den Seen ausgedehnte Moore, die jedoch zu einem großen Teil trockengelegt wurden. Inzwischen wurden die Entwässerungsgräben verschlossen und mit dem Steigen des Grundwasserspiegels entstand die ursprüngliche Flora langsam wieder. Musik.
Der Nationalpark ist für Wasserwanderer und Wassersportler gut erschlossen. Gibt es viele Campingplätze, die zu einem Aufenthalt bei mehrtägigen Reisen einladen. Praktisch alle Campingplätze liegen an einem See. Wenn die Langzeitcamper mit Wohnwagen und Wohnmobilen weiter vom Wasser entfernt stehen müssen, dürfen die Durchreisenden direkt am Wasser ihr Zelt aufschlagen. Die Schwerpunkte der Plätze sind unterschiedlich. So ist auf dem Campingplatz Hexenwäldchen alles auf Familien mit Kindern abgestimmt. Der Ferienpark Havelberge richtet sich dagegen mehr an die aktiven Senioren, die eine vorbildliche Infrastruktur direkt vor Ort bevorzugen. Nur selten müssen die Zelte so dicht stehen wie am Kanuhof Wustrop. Der Müritz-Nationalpark liegt in einer Zone des Übergangs vom atlantischen zum kontinentalen Klima. Hauptsächlich aber wird das Klima durch die vielen Seen beeinflusst. Durch die große Wasserfläche wird der Jahresgang der Temperatur sowohl bei der Erwärmung im Frühjahr als auch bei der Abkühlung im Herbst abgefedert. Leider ist die Müritz-Nationalpark-Rundtour nicht überall unterbrechungsfrei mit dem Kajak befahrbar. Meere und Staustufen zwingen zum Aussteigen, Umtragen des Bootes und Wiedereinsetzen hinter dem Hindernis. An der Umtragestelle Kranziner Mühle müssen die Boote mehr als 700 Meter auf einer Lore befördert werden. Ein weiteres Beispiel ist die Umtragestelle Zwentzower Schleuse. Kann ich so ein bisschen weiter stehen? Hinter der Zwentzower Schleuse verlassen wir den Müritz-Nationalpark und erreichen die Stadt Wesenberg am Südende des Wublitzsees. Wesenberg ist einer der Hauptorte in der Mecklenburgischen Seenplatte. Gegründet wurde der Ort im Jahr 1252 und bekam bereits 1278 das Stadtrecht. Und 4 Jahre später errichtete man die Turmhügelburg im Nordosten der Stadt, die als Folge des Dreißigjährigen Krieges weitgehend zerstört wurde. Erhalten blieb nur der Torso des Bergfrieds und Teile der Burgmauer im Süden. Südwestlich vom Marktplatz liegt die der Heiligen Maria geweihte Stadtkirche. Der Turm wurde um 1300 aus Quadermauerwerk errichtet. Das Langhaus stammt vom Ende des 14. Jahrhunderts. Es hat die Bauform einer Stufenhalle mit einem Sterngewölbe über dem Altar. Die Kanzel vom Ende des 16. Jahrhunderts zeigt Figuren der Apostel. Vor der Kirche steht die Wesenberger Linde, die etwa 600 Jahre alt ist. Ab Wesenberg ist die Havel ein Motorbootgewässer. Hausboote dürfen führerscheinfrei gefahren werden. Eine Schleuse gleicht die 4 Meter Höhenunterschied zwischen dem Boblitzsee und dem Drevensee aus. Das Schleusen zusammen mit den Motorbooten erspart uns Paddlern das mühsame Umtragen. Zum Glück kann man nach kurzer Zeit das Motorbootgewässer verlassen und die Schwanhavel befahren.
Dies ist ein besonders schöner Abschnitt der Müritz Nationalpark Rundtour. Die Schwanhafel ist nur 3 bis 5 Meter breit und streckenweise muss man den Kopf einziehen, um unter querliegenden Bäumen durchzufahren. Vor ihrer Mündung in den Plättlinsee wird die Schwanhafel so flach, dass man treideln muss. Während der letzten Eiszeit schob das langsam fließende Gletschereis Endmoränen vor sich her. Als der Eispanzer über Nordeuropa abschmolz, spülte das Schmelzwasser Sand auf. Diesem Umstand verdankt die Region ihren sehr sandigen Boden mit einer entsprechenden Trockenvegetation. Die mecklenburgische Kleinseenplatte entstand vor 20.000 Jahren, als unter der eisbedeckten Oberfläche das verstärkt abfließende Schmelzwasser tiefe Rinnen hinterließ, die nach dem Rückgang des Eises zu langgestreckten Seen, sogenannten Rinnenseen, wurden. Das Eis ließ vielerorts Toteislöcher zurück. Daraus entstanden die mehr kreisförmigen Seen. Der südlichste Punkt unserer Paddeltour ist Wustrow. Erstmals erwähnt wurde der Ort im Jahr 1349. Der Ortsname ist slawischer Herkunft und bedeutet Inselort, welche sich auf die Lage zwischen Plättlinsee und Glenzsee bezieht. 1896 wurde die heutige Backsteinkirche erbaut. Die Seen, Flüsse und Kanäle sind natürlich ein Paradies für Wasservögel aller Art. Enten lieben vor allem die mittelbreiten Kanäle. Hier sind auch die Blässhühner zu Hause. Schwäne findet man bevorzugt am Ufer der kleineren Seen, wo es viele krautige Wasserpflanzen gibt. Haubentaucher hingegen stellen mitten auf den großen Seen fischend nach. Lachmöwen sind auf den großen und den kleinen Seen zu beobachten, nicht jedoch auf den Kanälen. Miro ist bekannt für seine Schlossinsel, die im 18. Jahrhundert die Nebenresidenz der herzoglichen Familie von Mecklenburg-Strelitz war. Das heutige Schloss wurde ab 1749 erbaut. Die Mitte bildet ein zweigeschossiger Bau mit dem Grundriss eines H. Seitlich sind dreistöckige Flügel angegliedert. Da das Schloss für seine üppige Hofhaltung zu klein dimensioniert war, wurde an der Hofseite das Kavaliershaus für den Hofstaat gebaut. Die ältesten Teile der Schlosskirche stammen aus dem 14. Jahrhundert. Das Gebäude ist eine einschiffige Saalkirche der Backsteingotik. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ihr Wiederaufbau erfolgte bis 1950. Der Turmaufsatz wurde aber erst 1993 wiederhergestellt. Der Name des slawischen Dorfes Miro bedeutet so viel wie Frieden oder Ruhe. Die Geschichte als deutscher Ort beginnt im Jahr 1226 mit der Niederlassung des Johanniterordens. Nördlich von Miro liegen die Kotzower Seen, eine ganz besondere Idylle. Diese Seen bestehen im Sommer fast nur aus endlosen Flächen von Sumpfpflanzen und Seerosen. Dies ist ein ideales Gebiet für Schwäne, ihre Jungen aufzuziehen.
Auf einer schwimmenden Insel entdecken wir das Nest einer Möwe mit ihren Jungen. Nahezu jeder Tag unserer Paddeltour wurde durch einen romantischen Sonnenuntergang gekrönt. Für uns hieß das, über den See schauen, dann ein paar Schritte zum Zelt laufen, in den Schlafsack kuscheln und vom vergangenen Tag träumen.